sondern wir müssen unsere regionale Landwirtschaft fördern. Wir müssen sie dann auch dementsprechend schützen vor zum Beispiel Importen von Gentechnik, Soja aus Südamerika. Aber das ist ein Anspruch, den die Gesellschaft auch durchaus umsetzen kann. Die Antwort auf Donald Trump ist nicht mehr Freihandel, sondern die Antwort auf Donald Trump ist fairer Handel. Und das muss doch eine Zielsetzung sein, die europäische Politik umsetzen muss. Und dafür ist Landwirtschaft ein gutes Beispiel, dass wir dann am Ende viel mehr erreichen können, wenn wir sozusagen regionale Kreisläufe wieder in Wert setzen, wenn wir Landwirte in diesen Prozess mitnehmen und wenn wir tatsächlich diese, ja, vielleicht noch 50 Milliarden Euro pro Jahr in der Europäischen Union besser, gezielter in andere Landwirtschaftspolitik einsetzen und am Ende damit auch verhindern, dass das Artensterben weitergeht in einer Dimension, die wir uns alle nicht mehr wünschen können.